Die Rückkehr von Gerhard Wigan ins Königreich Flieden war ein kleiner Triumphmarsch für den Ex-Trainer der Buchonen. Doch der 3:0-Sieg seines neuen Clubs FSV Thalau war nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vielleicht aussagt. Der Spitzenreiter der Kreisoberliga Süd brauchte einige Zeit am Sonntag, bis er sich auf dem Fliedener Kunstrasen zurechtfand. Spielerisch ging vor gut und gerne 200 Zuschauern aus Thalauer Sicht recht wenig. Und so musste ein Standard für die Führung herhalten. Nach 15 Minuten brachte Goalgetter Florian Storch einen Ball nach innen und Thomas Weichlein verwandelte zum 1:0. Doch Fliedens Dritte ließ sich nicht schocken und hatte einige gute Möglichkeiten, um zu treffen. Da wäre die Chance durch Dennis Bannert in der 30. Minute oder der Freistoß von Johannes Richter in der 42. Minute, den Keeper Wess gerade noch so über die Latte lenkt. Doch das Tor machte der Spitzenreiter, der so nach gut einer halben Stunde in die Partie fand und dem nach 38 Minuten so etwas wie die Vorentscheidung gelang. Aus 20 Metern zieht Christian Bohl ab und der Ball landet im Winkel. Nach dem Seitenwechsel werden die Chancen dann weniger. Thalau verwaltet das Spiel, Flieden versucht es, kommt aber nicht gefährlich durch. Und so dauert es bis in die Schlussphase, bis das Spiel endgültig entschieden ist. Per Konter kommt Thalau zum 3:0 durch Benjamin Röhrig. Der Scorerpunkt geht an Thomas Weichlein. 10 Punkte bei einem Spiel mehr beträgt jetzt der Vorsprung des FSV Thalau auf den ärgsten Verfolger SG Johannesberg. Aufsteiger Flieden steht nach der Niederlage im Mittelfeld der Liga. Ja, das Spiel heute, ich hatte von Beginn an schon der Mannschaft in der Kabine gesagt, dass das heute ein besonderes Spiel ist für mich. Ganz klar, ich komme hier aus Flieden, habe ja die ganzen Mannschaften von der B-Jugend auf alle schon trainiert. Viele Spieler auf der Gegenseite waren meine Zöglinge, die ich jahrelang hatte und ausgebildet habe. Und so haben sie heute gespielt, richtig stark. Die Flieden 3 war richtig stark, sehr aggressiv. Da hatten wir große Probleme. Wir haben dann Gott sei Dank mit wenig Torchancen 3 Tore erzielt. Es war ein kniffliges Spiel. Wir haben nicht viel zugelassen, aber auf dem Kunstrasen hier, das sind wir halt auch nicht gewöhnt. Und insofern bin ich sehr, sehr zufrieden, wie die Mannschaft als Mannschaft aufgetreten ist. Und am Ende des Tages bin ich der Meinung, haben wir es gut gemacht. Ja, wie schätzen Sie das heutige Spiel ein? Ja, ich bin eigentlich mit der Leistung von der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben das umgesetzt, was wir wollten. Wir haben Thalau das Leben schwer gemacht. Meiner Meinung nach haben wir kaum Torchancen zugelassen. Wir waren die spielbestimmte Mannschaft, so sehe ich das auf jeden Fall. Waren eben vorne zu ungefährlich. Wir haben eben uns selber kaum Torchancen rausgespielt und die wenigen, die wir haben, haben wir eben nicht genutzt. Uns fehlt eben ein echter Torjäger und das war eben der Unterschied im Spiel, weil Thalauer die wenigen Chancen, die sie gehabt haben, eben eiskalt genutzt.